Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Endless Space 2. Also die Upgrades habe ich mir mal angeschaut, wie gesagt, und hier sind wir grundsätzlich erstmal begrenzt. Das heißt, am Anfang haben wir nur diese drei zur Verfügung und dann können wir halt wählen zwischen erhalte 25% Schaden beim Boosten, reduzierte Schaden beim Boosten, wobei das brauchen wir eigentlich nicht. Anstatt der tödlichen Schaden zu nehmen, aktiviert sich ein Schild, der dich 10 Sekunden lang Unbesiegbarkeit gewährt. Das ist eigentlich interessant, weil manchmal kriegen wir sowas wie Raketenminen oder sogar Torpedo im Arsch geballert und dann sind wir sofort tot. Das würde aber nicht passieren, stattdessen wären wir kurzzeitig unsterblich. Das kriegen wir auch nur einmal, da müssen wir andocken, damit wir das wieder zur Verfügung haben. Oder aber wir können beim Ausschalten eines Feindes beginnt dein Schild sofort wieder aufzuladen. Also diese enge Nummer würde ich glaube ich nehmen, weil ab und zu hast du halt genau die Situation, dass dich was trifft, was dich sofort tötet. Und dann stirbst du halt nicht. Und deswegen werde ich einfach mal mich für die enge Nummer entscheiden. Das Gute ist, wir können es anscheinend jederzeit wieder ändern nach Belieben. Ergo gibt es hier keine Probleme. Was das Herstellen und so weiter angeht, zum Beispiel bei Katalysatoren, haben wir das Problem, dass Kristalldioden, Verkabelungssatz und Isolationsgehäuse auch Geschichten sind, die wir bei ihm hier brauchen werden, um bestimmte Upgrades zu fahren. Das heißt, die Sachen kommen in Konflikt zueinander. Dann habe ich einfach mal mein Schild genommen. Hab den Schild abgegradet und habe einen Kondensator draufgepackt, Beschleunigung, der sorgt dafür, dass der Schild sich schneller auflädt. Und ich habe noch hier den Kondensator Präzision reingebaut und die Dinger auch gebaut, was aber wiederum festgestellt, das Problem hat, dass wir jetzt hier zum Beispiel keinen oder nicht mehr genug haben. Doch, haben wir hier noch Isolationsgehäuse, wir haben noch genug. Ich glaube, irgendwas anderes konnte ich glaube ich nicht mehr durchgehend bauen. Kristalldioden, ja, da fehlen noch welche. Da bräuchten wir 11, also uns fehlen da nur 8 Stück. Hier brauchen wir 39. Plasma und Kristalldioden. Also Kristalldioden können wir auch selber herstellen. Aber das Plasma, das gibt's nicht. Bei Plasma, da habt ihr gar keine Wahl. Da müsst ihr looten, looten, looten. Das können wir nirgendwo bauen. Vielleicht kriegt man noch Plasma, wenn man die Sachen auseinanderschraubt. Wobei, die Dings können wir nicht auseinanderschrauben. Hier haben wir die ja. Ne, da können wir leider nichts machen. Wir haben 39 Plasma. So viel kann der gar nicht dafür gebraucht haben, oder? Wir haben 39, er will 18 haben, so sieht's aus. Das war das. Andersrum war, geht ein Schuh draus. Ja, Isolationsgehäuse zum Beispiel haben wir jetzt verbraucht. Dafür brauchten wir noch 3 Stück. Die könnten wir aber vielleicht so noch herstellen. Mal eben gucken. Isolationsgehäuse. Komponenten. Isolationsgehäuse. Ja, da haben wir genug von. Da bauen wir einfach nochmal 3 Stück. Herstellen. 1, 2, 3. Und dann fahren wir hier mal eben die Upgrades. Reparatur. Und hier können wir auch mal gucken, dass wir das eben fertig machen. Praktisch. Praktisch, ja. So, die Sachen sind aber nicht ganz so toll. Als nächstes hätte ich jetzt zahlen nur 70% für die Reparatur von Ausrüstung. Hat die Hülle beim Andocken weniger als 30% ihrer Trefferpunkte, wird sie automatisch kostenlos bis zu diesem Wert wieder repariert. Ja, toll. Ja. Das hier ist allerdings schon eher wertvoll. Dafür brauchen wir aber noch diese. Die haben wir, können wir leider auch noch finden. Das ist halt Bergbau-Loot. Hier auch Bergbau-Loot. Verkabelungslastung, Kristalldioden könnten wir noch selber bauen. Und Credits ist ja klar. Ja gut. Das dazu. Wir haben noch Handelsware, wir haben noch irgendwelchen Schrott, den wir mit uns rumschleppen. Gibt es noch was im Hangar, was du mir sagen willst? Munition erfüllen? Okay. Okay. So, Routine-Upgrades 3. Durch die Level, die wir haben, kriegen wir hier Upgrades. Also könnten wir noch hier Upgrades fahren. Da war auch, dass wir die Routine-Geschichten ja wieder zurücksetzen können.
infolge des Speicherrekalibrators. Ja, der Boost, den Boost zu erhöhen, wüsste ich jetzt nicht, was das noch weiter bringt. Da kommt noch irgendwas anderes dazu, wenn wir den voll haben. Ach, Kacke. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch andere gefunden. Wir haben noch den temporalen Nano-Rekompensator gefunden. Der temporale Nano-Rekompensator repariert 40% des in den letzten 12 Sekunden an der Panzerung beursachten Schaden. Okay. Gemeistert. Gemeistert? Was soll das? Hä? Was soll der Quatsch? Jetzt zeigt das, der zeigt das sonst nicht an, wenn er hier oben drauf ist. Wieso nicht? Also, ihr müsst das abgebaut haben, damit ihr sehen könnt. Ne, es funktioniert auch nicht so. Das ist ein Bug. Ihr müsst was ausgerüstet haben, damit ihr bei den anderen Komponenten sehen könnt, was ihr bekommt, wenn ihr die meistert. Sehe ich das richtig? Wir hatten diesen Kompensator und dann haben wir noch die Quantenfalle. Jeglicher Schaden, der dem eigenen Schiff zugefügt wird, wird auch für 40 Sekunden lang auf das Ziel mit 40% erhöhter Intensität angewandt. Tja, es gibt bestimmt irgendwann Gegner, die so einen Dauerstrahl auf dich drauf machen, den du nicht ausweichen kannst. Und dann wäre das cool. Ja, dann wäre das geil. Ansonsten nicht. So, meine aktuelle zweite Sache war der EMP. Jetzt kann ich nicht sehen, was der hat, wenn er gemeistert wird, aber wir können uns echt mal angucken. Was, das ist doch bescheuert. Jetzt muss ich den erst abwählen, dann hier drauf gehen und dann kann ich hier sehen, was ich bekomme. Power Boost. Katapultiert das Schiff 5 Sekunden nach vorne. Die große Flucht. Fesselt Feinde und Umgebung für 4 Sekunden. Doppelte Geschwindigkeitsschub, halbe Dauer. Dicht an Feinde vorbeizufliegen, verursacht bis zu 170. Ja, nee, das brauchen wir gar nicht. Der Power Boost reicht schon so, wie er ist. Wenn der einmal da ist, dass ich dann abbauen kann, dann ist das auf jeden Fall ausreichend. Erzeugt einen elektromagnetischen Impuls. Genau, das war cool. Jetzt kann ich hier nicht sehen, was der hat, wenn er gemeistert wird. So, jetzt. Erzeugt einen, ja, das wissen wir. Wenn er voll ist, erzeugt er einen elektromagnetischen Impuls, der 885 Meter Reichweite hat und das Schiff 8 Sekunden lang außer Gefecht sitzt. Kurzschluss. Die Schilde der betroffenen Ziele werden erleiden 17 Schaden pro Sekunde. Die Abklingzeit wird für jedes durch den Effekt getroffene Ziel um 2 Sekunden verringert. Stellt 10% eigene Schildtrefferpunkte für jedes vom EMP getroffene Schildziel wieder her. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Also, wenn ich den pushe, dann kann ich am Ende dafür sorgen, dass ich den ordentlich was raube. Hat der noch einen coolen Vorteil? Das Ziel wird durch Reparaturen an der Hülle des Benutzers beschädigt. Reflektierte Schaden, der dem Ziel selbst zugefügt wird, wird um 30% erhöht. Ignoriert Schaden an Panzerung und Schilde, teilt aber den erlittenen Hüllenschaden 50-50 zwischen Anwender und Ziel. Was? Ignoriert Schaden an der Panzerung und an den Schilden, teilt aber den erlittenen Hüllenschaden 50-50 zwischen Anwender und Ziel. Das könnte mich umbringen. Falsch angewendet. Sehe ich das richtig? Ignoriert Schaden an Panzerung und Schilden. Seltsam. Das müsste man da mal ausprobieren. Ja, die anderen Sachen finde ich alle noch nicht so toll. Wüsste ich jetzt nicht, was ich dafür haben möchte, was ich da benutzen sollte. Auch der elektromagnetische Ding ist jetzt nicht so der Bringer. Ich kann den Gegner die Schilde wegbraten, ja. Doch, das ist cool. Doch, doch, der elektromagnetische Dingsbums ist nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal auf den und machen mal Upgrades. Uno. Dos. Das. Habe ich noch einen über? Nein, gerade nicht. Aber nächste Runde. Und dann können wir den mal auf Maximum setzen und dann gucken wir uns mal an, was dann, ob ich da noch mehr machen muss oder nicht. Schiffsanpassung haben wir auch noch angepasst. Da gab es auch noch, wir haben so ein Komponent gefunden.
Deswegen haben wir jetzt so eine schicke Heckflosse. Und der Antrieb sieht ein bisschen cooler aus. Ja, cool. Okay. So, nächstes Ziel. Nächstes Ziel ist, direkt in den Planeten rein. Ja, sieht der Antrieb ein bisschen fetter aus, ne? Ich glaube, das wird mit dem Blur-Effekt hier noch schlimmer. Den haben wir, glaube ich, ausgeschaltet. Ach ne, Blur-Effekt war hier oben, oder? Bewegungsunschärfe? Hä? Linseneffekt? Habe ich was nicht mitgekriegt? Bildbegrenzung sollte man natürlich auch machen. Auf 140 hier. Das empfehle ich euch grundsätzlich. Macht das am besten auch bei euch auf der Hardware, also mit eurer Hardware-Einstellung, damit eure Grafikkarten nicht wegen irgendeiner beschissenen Programmierung abrauchen. Das ist immer wieder vorgekommen in letzter Zeit. Katastrophe. Geht gar nicht. Das ist auch bei Diablo 4 vorgekommen, bei manchen, die eine, ich glaube, 3080 hatten oder so, oder 3090 sogar. Diese Basis stellt eine Bedrohung dar. Ich sollte sie lieber ausschalten. Die waren wohl noch aus der Reichweite, hab ich aufgepasst. Zerstöre den Boss. Da ist noch einer. Da unten ist noch ein Elite. Aber jetzt müssen wir erstmal abgrasen. Das ganze Loot. Loot! Noch ein Boss. Ne, Elite nur. Aua! Was fällt euch ein? Schiffsfarbe.
Boah, Alter, wie frech. Wie frech. So, ist sie alles befriedet oder was? Sieht so aus. Wir braten sie, der elektromagnetische Supersturm. Habe ich gerade das Blut abgeschossen? Ich hoffe, das ist nicht zerstörbar. Doch. Man kann das Blut da rausschießen. Ah, interessant. Oh. Zufällige Entdeckung. Ihr könnt das Loot daraus schießen. So, haben wir alles geschafft hier? Da hinten war, glaube ich, die Basis. Genau. Dann sind wir safe und hauen hier ab. Ja. Biu. Da kommen neue unentdeckte Orte. Neue unentdeckte Orte ohne Ende. Wahrscheinlich werden uns Missionen oder so dahin führen, deswegen fliegen wir einfach erstmal durch. GND, ich kann nicht behaupten, dass ich euch vermisst habe. Unbekanntes Signal. Ja, unbekanntes Signal sind natürlich immer, ist immer reichlich Loot, ne? Wie die Basis gerade und der Boss. Chance auf Big Boot. Big Zeug. Hey, schau an. Ressourcen. Zeit zum Shoppen. Zeit zum Shoppen. Ja, davon brauche ich auch noch reichlich. Sie haben mich entdeckt. Ah, cool. Beute für mich. Witzig. Mit dem, wenn der Traktorstrahl erstmal voll gemacht ist, dass der mehrere Gegenstände auf einmal einkassiert, ist das wahrscheinlich ziemlich cool. Dann könnt ihr immer schön aufs Loot ballern und das so direkt einsammeln. So, war's das?
Ein Notsignal. Wir kommen, um euch zu retten. Ja, ein Held. Wenn uns jemand hört, wir brauchen dringend Hilfe. Du hast dein Ziel falsch gewählt. Na? Das scheint es gewesen zu sein. Danke für die Hilfe. Ja, gern geschehen. 1500? Alter! Ansehen, Neuling, cool. Cool, wir haben Ansehen erlangt. Super. Belohnung, super. Aha, interessant. 1, 2, 3, 4 und dann 5 oder was? Also wir sind jetzt, da sind wir in der zweiten, dritten, in der zweiten Stufe, in der zweiten. Wir sind da in der zweiten, da in der dritten, da in der vierten und da in der fünften Stufe. Und in der fünften Stufe gibt's. Oh. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange wird das wohl dauern, bis wir das geschafft haben. Das ist natürlich heftig, ne? Ansehen. Einer von fünf. Aber es müsste doch, gibt es nur die GNB als Fraktion, das ganze Spiel über? Ladies and Gentlemen, übrigens, das ist die gesamte Karte. Es gibt insgesamt 5, 7 Systeme. Oh, guck mal, wir können schon überall reingucken, so ein bisschen. Das da oben wird wohl das letzte System sein, oder das hier. Das sieht schon so nach Boss-System aus. Naja, wer weiß. Vielleicht kommt auch noch was dazu. Wie viele Stunden sind wir jetzt beschäftigt? 4, 4,5, 5 Stunden schon? Also, wenn wir alles abgrasen wollen, dann ist das eine ist das eine heftige Herausforderung. Aber dieses extreme Abgrasen wird wahrscheinlich irgendwann total öde werden. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Okay, jetzt aber. Runter auf dem Planeten oder was? Oder knapp über die Atmosphäre? Nein, cool! Die Neftis-Station wird angegriffen. Leitstation, bitte kommen. Leitstation. Cool. Wir stecken hier ein bisschen in der Klemme, bitte schickt. Ach, wem mache ich was vor? Rotti, Agneta, alle. Wir machen das alleine, Leute. Hey, brauchen Sie Hilfe? Oh, Soul sei Dank, Verstärkung. Und gerade noch rechtzeitig. Diese Schurken prügeln uns gerade windelweich. Also gut, los geht's. Ganz ruhig, der Nix. Zielen bevor du. Ah ja, das ist viel besser. Ja, sorry. Gut gemacht, Leute. Ich kann den Himmel wiedersehen. Erkundet weiter die Umgebung, während ich mich mit unserem Besucher unterhalte. Sir, wenn Sie nichts dagegen haben, hier anzudocken, ich würde gern mit Ihnen sprechen. Tatsächlich. Ich hoffe, ich kriege noch eine dicke Belohnung für meine Heldentat. Ich habe noch nie gesehen, dass Outlaws so nah an das GNB-Gebiet herankommen. In der Tat. Sagen Sie, Sie kommen mir bekannt vor. Waren Sie schon mal hier? Nein. Nein, ich bin ein Wingman von der Alkione-Station. Wir haben ein kleines Problem mit dem Server, also wurde ich angewiesen, hierher zu kommen und ein paar Sprungtorschlüssel zu holen. Man hat Sie also gar nicht als Verstärkung geschickt? Diese verfluchten Bürokraten. Eine Reihe Outlaw-Trupps steht vor unserer Tür und alles, was das Management interessiert, sind ein paar Sprungtorschlüssel? Es tut mir leid, aber sie wurden auf eine sinnlose Mission geschickt. Die einzigen Schlüssel, die wir erhalten haben, sind für meine eigenen Leute reserviert.
Es sind keine übrig? Überhaupt keine. Nicht einmal, wenn ich mich um Ihr Outlaw-Problem kümmern würde? Naja, in diesem Fall könnte ich mir vielleicht etwas einfallen lassen. Bevor Sie abreisen, werfen Sie einen Blick auf unsere Schiffsauswahl. Vielleicht ist etwas dabei, das Ihnen ins Auge sticht. Hallo, hallo. Ich würde sagen, das ist ein... Ja, da steht es auch. Bomber. Bomber, cool. Der ist natürlich langsam und träge. Fortschrittliche Replikationstechnik ermöglicht es im Kampf... ermöglicht es dem Kampfschiff der Bomberklasse Sprengköpfe nur durch Einsetzen von Energie zu replizieren und die Schiffshülle mittels an Feinden verursachten Schadens wiederherzustellen. Achso, cool. Schilde und Panzerung haben bei dieser Schiffsklasse Vorrang vor Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Ach echt? Ja, nein. Ui, was ist das denn? Der Jäger der Vanguard-Klasse verfügt über fortschrittliche manövrierfähige Systeme und verstärkt seine Schilde durch beeindruckende Beschleunigung. Die Waffen sind auf Antriebspartikel abgestimmt und erhöhen so die Chance auf kritische Treffer, wenn sie auf Triebwerke zielen. Ach, nett. Nett. Ach, da ist auch die Spezialisierung. Umwandlung. Sekundäre Waffen verwenden Energie anstelle Munition. Und ULT feuert eine riesige Sphäre der Zerstörung ab, die Feinde in ihrer Umgebung vernichtet, beschädigt und beim Aufprall explodiert. Cool. Passivfähigkeit. Wandelt Minen in eigene um, anstatt sie auszulösen, wenn du ohne Booster in unmittelbarer Nähe fliegst. Ja, toll. Überladung. Schnelles Fliegen überlädt den Schild bis auf 200% Kapazität und lässt ihn dann langsam wieder auf 0 zurückfallen, auf 100 zurückfallen. Dehnt das Spezial. Was ist denn meine Spezialeigenschaft von meinem Schiff? Spezialfähigkeit. Sentinel. Gibt's hier auch eine Sentinel? Nee. Hat mein Schiff überhaupt eine Spezialfähigkeit? Da. Primärwaffen haben eine bis zu 20% erhöhte Feuerrate, abhängig von der prozentualen Aufladung des Schiffs. Ach so, ja, okay. Statische Überladung hat... Das ist die hier. Hat eine 10%ige Chance, pro Sekunde eine 5% dauernde EMP-Entladung auf alle betroffenen Ziele anzuwenden. Okay. Okay, zurück zu den Schiffen. Hier haben wir noch. Bei Aktivierung des Zeitverzerrers dehnt das Raumzeitkontinuum, um den Zeitfluss in der Nähe des Schiffs zu verlangsamen. Hat eine Aktivierung des Zeitverzerrers werden sofort Waffen und Boost-Energie aufgefüllt. Die Hornet. Alle Routinen sind um plus 1 hochgestuft. Zusätzlich, bei Benutzung einer Routine wird für 5 Sekunden eine zusätzliche Waffe in Betrieb genommen. ULT setzt sofort alle Routine-Abklingzeiten zurück und setzt einen riesigen Schwarm aggressiver Mikrobots frei, die alles auf ihrem Weg verschlingen, wobei sie das aufgeschaltete Ziel bevorzugen. Bei ihrer Rückkehr stellen sie Hülle und Panzerung in Höhe des verursachten Schadens wieder her. Gutes Ding. Bis zu 20% verringerte Abklingzeit von Defensivroutinen abhängig von Prozentsatz der Überladung. Okay, das ist schon mal cool, das Ding. Also die Hornet ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn die so süß und klein aussieht. Aber diese Fähigkeit mit den Routinen hochsetzen. Routinen sind klar, die brauchen wir ständig, haben wir gerade schon gesehen. Dann das hier, das ist cool. Also ich mache Schaden und kriege Lebensenergie zurück, also auch Panzerung. Hülle und Panzerung, ja, ist cool. Und Defensivroutinen. Ja, gutes Ding. Was kosten die überhaupt? Boah, der Bomber ist brutal teuer. Der Bomber ist am teuersten. Oh, krass. Okay, gehen wir jetzt rüber zum Sentinel. Ach, den habe ich ja. Oder? Hä?
Was habe ich denn? Ich habe ein Sentinel, doch. Es gibt doch ein Sentinel. Ja, genau, das ist ja mein Sentinel. Nur sehen die Flügel und so weiter anders aus. Als wie bei mir. Dann gibt es noch den Interceptor. Interceptor, Spezialeigenschaft. Waffen verbrauchen Boost-Energie, nachdem die Waffenenergie leer ist. Erhöht erheblich den Waffenschaden und die Feuerrate und liefert unbegrenzt Energie. Das Abschießen eines Gegners verlängert die verbleibende Dauer um eine Sekunde. Beim Aufsammeln einer Energiekugel, was für Energiekugel, steigt die kritische Trefferchance um 1% für 6 Sekunden, maximal 20 Sekunden. Wo werden die Energiekugeln denn erzeugt? Das ist jetzt die Frage. Der Sentinel. Minus 80% Schild im Vergleich zum, ja, 100 Schild, Panzer und Hülle. Ja, okay, Wendigkeit, Geschwindigkeit. Die Slots verändern sich auch. Ich habe einen Waffenslot mehr. Level 2, ich habe, achso, steht ja hier. Minus 1. Routine. Ich kann 3 Routinen reinnehmen und hier nur 2. Interessant. Und dann gibt es noch das Gunship. Das Gunship. 4 Primärwaffenaufhängungen für doppelten Schaden und doppelten Energieverbrauch. Doppelt. UT, ein automatisierender Geschützturm, der nach Aktivierung 20 Sekunden lang Projektile auf deine Feinde abfeuert. Passive Fähigkeit erhöht 15% erhöhte Boostgeschwindigkeit. Ja. Welches Schiff ist das Schiff der Wahl? Keine Schilde, keine Panzerung, keine Hülle. Aber sau schnell. Ja. Eine Fliegenklatsche. Eine Fliege wollte ich jetzt nicht benutzen, ne? Ein falscher Treffer und du bist weg. Außerdem wird mir dann schlecht beim Spielen. Das Ding ist auf jeden Fall sehr interessant, aber die Panzerung, die Hülle, ja, alles geht runter. Also wir platzen schneller. Was natürlich auch schlecht ist. Sind aber schneller. Und insgesamt hat er halt weniger Slots, ne? 2, 2, 4 Gadgets. Ne, das habe ich jetzt auch. 2, 2, 4 Gadgets, ne? Sind hier? Ja, genau. 2, 2, 4 Gadgets und 18 Frachtraum. Ne, der war das, genau. Das tut sich gar nichts. Außer, dass der die Art anders ist. Aber der hat halt diese Fähigkeiten, sind cool mit den Routinen und so weiter. Also der ist eine interessante Wahl. Der Stinger ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. So, und der Interceptor. Mehr Panzerung, 80% Verlust. Insgesamt verlieren wir, werden aber etwas schneller. Die Wendigkeit geht hoch, die Geschwindigkeit nicht. Wendigkeit ist das, ja gut. Die Stärke der Steuerdüsen und der Trägheitsdämpfer. Je weniger Schiff, desto leichter lässt es sich steuern. Ja, Wendigkeit ist in dem Fall, wenn Steuerdüsen sind, bedeutet das Straven. Das heißt, wir Straven viel besser. Und wir würden auch mit dem besser Straven. Straven ist fürs Ausweichen natürlich essentiell. So, aber dann haben wir nochmal mehr Waffen. Mehr Sekundärwaffen. Mehr Primärwaffen. Jeweils eine mehr. Ja, wir verlieren ein Dings, ein Gadget. Das ist zum Heilen und so weiter gut, aber ich benutze die Gadgets gar nicht bis jetzt. Ich habe die Gadgets bis jetzt gar nicht benutzt. Also dann ist diese Sache eher wichtig. Ja gut, das ist die Routinen bleiben, ne? Routinen 2 Stück. Ist das bei jedem so? Ja, jeder 2 Routinen. Ja. Ich könnte mich ja für den hier begeistern, glaube ich, ne? Mal eben nochmal gucken. Waffen... Wir brauchen Boost-Energie, nachdem die Waffenenergie leer ist. Ist nicht so toll. Das ist cool. Das ist unendlich, wenn du Pech, wenn du Glück hast. Erhöht erheblich den Waffenschaden und die Feuerrate. Das ist bestimmt geil. Dann rotzt du alles weg. Insbesondere, wenn du Gegner noch killst, kannst du die Zeit verlängern. Und die passive Fähigkeiten beim Aufsammeln einer Energiekugel. Ja gut, das ist jetzt die Frage. Was hat es mit diesen Energiekugeln auf sich?
Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die 20%, aber 20% sind... 20% sind nichts Besonderes. Interceptor oder Stinger? Interceptor oder Stinger? Tja, es gibt noch Jobs. Cool, es gibt Jobs. Das heißt, wir kriegen Missionen. Hi, bringen Sie vom Outlaw bei Blabla gestohlenen Container zurück. Sie schaffen das. Geil. Du schaffst das. Shaka, ich schaff das. Die Höchstzahl gleichzeitig aktivierter Jobs wurde erreicht. Es muss erst Jobs beendet werden. Okay. Ja gut. Alles klar. Machen wir auf jeden Fall. Jobs. Quantenfalle etc. Schilde. Ja, ich habe meine Schilde ja aufgerüstet. Das heißt, die Schilde sind derzeit nicht schlecht. Plasma kann ich hier kaufen. Ich könnte gucken, ob ich was verkaufen kann. Hohe Nachfrage, super. Verkaufen. Hohe Nachfrage. Hohe Nachfrage. Hohe Nachfrage. Sehr schön. Oh Gott, ich kann mir gar kein Schiff leisten. Ich bin die ganze Zeit am Denken, was... Oh, nee, kauf mir ein Schiff hier. Ich habe gar kein Geld dafür. Scheiße. Ja, überlegt so richtig schön, so yeah, was kaufe ich mir, was kaufe ich mir, geil, 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 geil. Kaufst dir gar nichts, Junge, du hast kein Geld. Oh, bessere Nanobots. Aber nur einer, egal, ich benutze die sowieso nie. Verdammt. Und ich habe die Waffe abgegradet, ne? Da seht ihr das. Was ich befürchtet hatte. Das Upgraden der Schiffe ist vielleicht cool, aber das Upgraden hat auch einen Nachteil, denn ihr findet viel zu schnell Sachen, die einfach viel besser sind. So, wir können jetzt zerlegen. Ich habe einen Katalysator drin. Jetzt ist die Frage, was ich beim Zerlegen wieder bekomme. Das wird hier leider nicht angezeigt. Oder? Ne, also werden wir rechts gucken. Rechts und Energiekopplung, Dings, Ersatzteile. Das heißt, die Sachen, die wir zum Bauen brauchten für den Katalysator, bekommen wir kein bisschen zurück, oder? Ne, gar nichts davon. Okay, das bedeutet, wenn ihr ein Schiff, wenn ihr eine Waffe mit einem Katalysator oder etc. ausrüstet, dann habt ihr leider das Problem, dass wenn ihr die Sache auseinanderbaut, dass ihr dafür nichts zurückkriegt, also als Mehrwert. Ist schade. Bedeutet aber auch, dass die Waffen, wenn ihr die verbessert habt, wenn ihr die verbessert habt mit dem Katalysator und so weiter, dann sind die wertvoller. Das heißt, in dem Fall wäre es vielleicht besser, die Sachen zu verkaufen, statt sie auseinanderzunehmen. Okay. Ja gut, wir können kein Schiff kaufen, da wir kein Geld haben, aber wir sind natürlich jetzt scharf auf dem Schiff und zwar auf den Sentinel oder... Nee, auf den Interceptor oder den Stinger. Was soll es sein? Sentinel oder Stinger? Wählet. Wählet das Schicksal. Welchen würdet ihr nehmen? Welches Schiff würdet ihr nehmen? Sentinel oder Stinger? Und damit beende ich diese Folge. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Enter Space. Haut rein und bis dann.